Moin Moin und herzlich willkommen zu Resident Evil 2 Remake. Was die Teile von Resident Evil angeht, haben wir ja soweit alles durch. Wir haben den ersten, wir haben den dritten, den vierten, Re also dritten Remake, vierten Remake. 5 und 6 fehlten auch, dazu sage ich gleich was. 7 haben wir. Acht haben wir. Also wir sind eigentlich fast fertig mit der Serie. Ich weiß nicht, ob Resident Evil Zero, glaube ich, heißt das. Das Spiel, was hier im Zug, ihr wisst schon. Ich weiß nicht, ob das zur Story dazugehört oder einfach nur so ein Ableger ist, weil die Ableger wollte ich jetzt nicht so let's playen. Wenn ich da falsch liege, klärt mich bitte auf. Dann hole ich das natürlich nach. Ansonsten bleibt es bei den Hauptspielen. So, den zweiten habe ich damals, was heißt damals, ja, wo er rauskam, versucht zu spielen. Oder ich habe ihn gespielt, ich habe ihn gestreamt. Ich glaube, zwei Streams habe ich gemacht und dann ist es irgendwie wieder in der Luft. Ihr wisst ja, mein altes Laster, Spiel anfangen, nicht zu Ende bringen. Das ist ja zum Glück vorbei. So, jetzt wollte ich von euch, mit euch nochmal vernünftig von vorne anfangen. Diesmal aber nicht im Stundentakt, also im Stundenstream oder so, sondern ganz normal Let's Play-Videos. So an die halbe, dreiviertel Stunde groß. Ich denke, das reicht. Zu den Teil 5 und Teil 6 kommt vielleicht demnächst ein Partnerprojekt, was ich mit einem Kollegen mache zusammen. Ich glaube, er sagte mir, er kennt sich mit Resident Evil gar nicht aus. Und da ich zu ihm sagte, ich will die beiden Projekte eh machen, ob ich nur, also ich habe lieber einen richtigen Kollegen an der Seite anstatt so einen KI-Kumpel, ja. Und ja, dazu sage ich aber noch was im Community-Tab. Das könnt ihr euch dann mal bei Gelegenheit durchlesen und abstimmen. Und ja, ich würde sagen, wir starten. Ich nehme Leon S. Kennedy, nicht weil ich Frauen nicht mag, sondern ich spiele halt gerne mit männlichen Protagonisten. Im ersten Teil war es anders, im ersten Teil von Resident Evil, da habe ich gerne mit Jill gespielt, weil sie halt einfach ein größeres Arsenal hatte. Am Anfang schon. Chris konnte, glaube ich, aufstocken mit Rucksäcke. Ja. Gut, also, wir starten mit Leon S. Kennedy. Nach tagelanger Funkstille von seiner neuen Stelle in Raccoon City fährt Leon S. Kennedy hin, um nachzusehen. Er ahnt nichts von dem Albtraum, der ihn erwartet. Na dann mal los. Ich spiele natürlich auf Normal. Nein, mal im Ernst, okay? Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Oh, ich glaub dir, Kumpel. Ich glaub dir. Erzähl uns die Geschichte. Erzähl sie. Okay, es war Freitagnacht. Ich ging von der Bar nach Hause. Da kam diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du? Dachte mir also, sie ist betrunken. Wow. Wow, okay. Sag uns und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du intus? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ach komm. Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase. Ihr ganzes Gesicht sah aus wie verwest. Sah aus wie eine Leiche. Wie eine wandelnde Leiche, Mann. Klingt nach meiner Frau. Ich habe sowas noch nie gesehen. Kann seit der Nacht nicht mehr schlafen. Okay, beruhig dich, Kumpel. Beruhig dich. Du, hey, du musst stark bleiben. Okay, gib dir doch nicht Angst nachher. Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zähne in dich. Ich hab gesehen. Ach, komm schon. Wurde gerade gut. Schlafen. Ach, Scheiße! Nein.
Nein. Nein. Was soll ich tun? Was mache ich denn nur? Niemand da? Komisch. Ja? So, und damit sind wir schon mittendrin im Geschehen. Leon weiß noch nichts von seinem Glück. Okay, ich muss mich erstmal an diese Steuerung gewöhnen. An diese schnelle, sage ich jetzt mal. Denn die letzten Streams waren Callisto-Protokoll und Dead Space. Da war das so träge, ne? Also wenn ihr es kennt, wisst ihr, was ich meine. Nicht negativ gemeint, aber ist schon eine Umstellung. Laufen so, okay. Ah, ich glaube, hier ist noch nichts zum Einsammeln. Hallo? Irgendjemand da? Stimmt was nicht. Schauen wir uns mal um. Er atmet hier. Alles in Ordnung? Bleiben Sie da. Ich komme zurück. Officer, soll ich helfen? Zurückbleiben, hör nicht näher! Was zum Teufel? Stopp! Ich schieße! Ja, ob das schon war, weiß ich jetzt nicht. Okay. Hallo? Schlüssel, ja. Warum? Ach so. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Thank you.
Ja. Raus hier. Nicht schießen. Runter. Runter. Alles gut? Ja, denke schon. Danke. Dank mir später, wenn wir sicher sind. Oh, Scheiße. Los jetzt! Rein da! Festhalten! Das ist übrigens Claire Redfield, die kleine Schwester von Chris Redfield. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Wohnst du hier? Nein. Ich suche meinen Bruder. Er ist auch Cop. Tja, gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. An alle Einwohner. Aufgrund des stadtweiten Ausbruchs wird Ihnen empfohlen, in der Polizeistation von Raccoon City Zuflucht zu suchen. Ganz schlechte Idee. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Die Polizeistation ist nicht mehr weit. Die werden mehr wissen. Ja, aber was, wenn wir die Einzigen sind? Wenn es keine Überlebenden... Nein, die Stadt ist groß. Da muss es doch welche geben. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Ja, gute Idee. Ha! Ach du Schande! Leon, fahr rückwärts! Was zur... Heilige Scheiße! Claire, steig aus! Steig aus, jetzt! Ich kann nicht! Halten!
gut. Was ist mit dir? Ich muss weg hier. Ist nicht sicher. Geh schon weiter. Ich treffe dich bei der Station. Ich komm hin. Das reinste Chaos. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier richtig laufe. Scheiße, da lang. Scheiße. Sind alle so. Alle verwandelt. Da ist sie. Die Polizeistation. Also falls sich jetzt jemand fragt, Mensch, warum guckt sich der Typ denn jetzt hier nicht um? Wegen Munition oder Heilung oder so? Leute, hier gibt's noch nichts. Also das geht erst richtig in der Polizeistation los. Hier könnt ihr alles ignorieren. Trophäe, Stadt der Toten. Ich bin am Überlegen, wenn ich dieses Let's Play durch habe mit ihm, ob ich dann dasselbe nochmal mit Claire spiele, weil dann sehen wir auch quasi beide Seiten der Protagonisten. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Aber ich denke mal, das entscheide ich spontan. Oder ich mache eine kleine Umfrage im Community-Tab, ne? Können wir benutzen, können wir ein bisschen mit rumspielen. Das wäre doch eine Option. So, ab hier geht's los. Schon eine ganze Weile her, wo ich hier war. Hier brauche ich das Netz. Hä? Ah ja, muss ich durchkrabbeln, okay. Das Messer habe ich, glaube ich, noch gar nicht, weil Hallo? Das brauche ich dafür. Ist irgendjemand hier? Erstmal machen wir einen Speicherpunkt. Zack. Dann, was haben wir hier? Munition. Ich hoffe, unser Inventar wird noch ein bisschen größer. RPD. Jemand muss doch hier sein. Nicht gut. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Sollte den Typ suchen. Das wäre eine Option. So, haben wir schon was hier drinnen? Nö. Ich glaube, den brauchen wir nicht mehr. Irgendwie erkannte man, dass man die Schlüssel nicht mehr braucht. Weg. Karte. Ach so. Okay. Hierfür brauche ich das Messer. Die Tür war zu. Das ist unser erstes Rätsel. Gut, hier liegt nichts mehr soweit. Dann müssen wir jetzt hier durch.
Eine Sicherung. Das war hier ein bisschen ekelhaft, glaube ich. Denn auf dem Weg zurück sind hier einige Zombies im... Du schaffst das. ...im Flur unterwegs. Nicht weiter. Halt. Notizbuch eines Polizisten. Ja, das war die Statue. Und da kommen wir halt raus, wenn wir die Dinger erraten oder finden. Wie war denn das? Waren das Medaillen? Oder mussten die nur in der richtigen Reihenfolge gesetzt werden? Mist. Ja, weg. Bisschen Munition sparen. Lass mich nicht beißen! Wo war das jetzt? Da. Brunner. Leon Kennedy. Da war noch ein Officer. Ich konnte nicht. Hier. Du hast sicher getan, was du konntest, Leon. Ich
Weiß irgendjemand, was das verursacht hat? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, es reicht, wenn du weißt, dass du mit Haut und Haar gefressen wirst, wenn du nicht aufpasst. Ja, ich sollte letzte Woche anfangen, aber dann hieß es, bleib weg. Wünschte, ich wäre früher gekommen. Du bist jetzt hier, Leon, und das ist wichtig. Okay, Lieutenant. Ich bin soweit. Hoffentlich findest du einen Weg raus aus der Station. Der Officer, den du getroffen hast, Elliot. Er dachte, dieser Geheimgang wäre der Weg hier raus. Das klingt gut. Sie kommen ins Krankenhaus. Nein, nein, ich bin nicht die Priorität hier. Lieutenant, ich werde Sie nicht einfach hier lassen. Das ist ein Befehl, Rekrut! Du rettest dich selbst zuerst. Ich käme mit dir, aber ich halte dich nur auf. Hier. Du brauchst das. Ah, das Messer, ne? Ich kann das nicht. Stopp. Und mach nicht meinen Fehler. Wenn du eins von den Dingern siehst, Uniform oder nicht, darfst du nicht zögern. Du erledigst das. Oder rennst. Klar? Ja, Sir. Ja, da war Leon noch blutjunger Anfänger. Kampfmesser. Zack. Gut. Wie viel Munition haben wir noch? 12. Genau, wir müssen die Dinger erst finden. So war das. Und dann in der richtigen Reihenfolge, glaube ich. Das ist jetzt die nächste Mission. Wir müssen jetzt, das können wir schon mal aufmachen. Ach nee, das macht ja so auf. Das geht natürlich ohne Messer absolut nicht. So hatte ich mir meinen ersten Tag nicht vorgestellt. Da liegt noch irgendwas Schönes rum. Da liegt was. Wie sind unsere... Na, wir sind noch gesund. Sehr gut. Munition. Kraut. Ganz wichtig. Gut, da gehen wir jetzt noch nicht lang, denn da wird es unschön. Wie gesagt, ein bisschen kenne ich ja noch die Geschichte und den Werdegang hier. Ich werde mich dann auch äußern an dem Punkt, wo ich auch Frischling bin. Das dauert aber noch ein bisschen. So, würde sagen, das war's für die erste Folge. Ich hoffe... Hä? What? Das brauchen wir noch nicht. Ich hoffe, euch hat sie gefallen und ihr habt genauso viel Spaß an diesem Projekt wie ich. Wie gesagt, es kommen noch ein, zwei Umfragen im Community-Tab. Würde mich freuen, wenn ihr daran teilnehmen würdet. Ansonsten ja, wünsche ich euch alles Gute. Wie gesagt, die anderen Projekte gehen trotzdem weiter. Und ja, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, ein Abo sowieso, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.